Menschheit, dass die Sonne und alle Gestirne sich um sie drehten. Der Papst, die Kardinäle, die Fürsten, die Gelehrten, die Kapitäne, Kaufleute, Fischweiber und Schulkinder glaubten, unbeweglich in dieser kristallenen Kugel zu sitzen. Dieser Galilei versetzt den Menschen aus dem Mittelpunkt des Weltalls irgendwohin an den Rand. Er ist folglich deutlich ein Feind des Menschengeschlechts und als solcher muss er behandelt werden. Ich komme betreffs Ihres Ansuchens um Erhöhung des Gehalts auf 1000 Skudi. Schön. Ich kann es bei der Universität leider nicht befürworten. Sie wissen, mathematische Kollegien verschaffen der Universität nun einmal keinen Zustrom. Die Schiffe des Feindes nach Zahl und Art volle 2 Stunden früher erkennen als er die unseren, sodass wir, um seine Stärke wissend, uns zur Flucht, zum Kampf oder sogar zur Verfolgung zu entscheiden vermögen. Sie werden dich einfach auslachen. Das ist ganz falsch. Das ist eine Verleumdung. Ich verstehe nicht, wie du so etwas glauben, die Wissenschaft liegen kannst. Nur die Toten lassen sich nicht mehr von Gründen bewegen. Wie kannst du ihre erbärmliche Schlauheit mit Vernunft verwechseln? Ja, ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft über den Menschen. Sie können ihr auf Dauer nicht widerstehen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so. Was ist so? Na, so meint man, dass es ist und so ist es. Die Erde dreht sich um die Sonne. Verstehen Sie? Meinst du wirklich? Allerdings, das ist bewiesen. Mal abgesehen von der Möglichkeit solcher Sterne, die der Mathematiker zu bezweifeln scheint, möchte ich in aller Bescheidenheit als Philosoph die Frage aufwerfen, sind solche Sterne nötig? Wohin soll das führen? Ich verstehe den Clavius nicht. Wie kann Christopher Clavius, der größte Astronom Italiens und der Kirche, so etwas überhaupt untersuchen? Wie kann die Sonne stillstehen, wenn sie sich überhaupt nicht bewegt? Wie diese Ketzer behaupten, lügt die Schrift! So kommt sichtbar und unwiderleglich alles an auf mich, den Menschen, die Anstrengung Gottes, das Geschöpf in der Mitte, das Ebenbild Gottes. Wo ist die Wahrheit? Aber ich glaube an die Vernunft. Ihr sollt doch nicht mitschreiben. Das ist eine wissenschaftliche Unterhaltung unter Freunden. Hört auf die Widmung. Der größten lebenden Autorität in der Physik. Galileo Galilei. Ihr wisst bestimmt, dass der Heilige Vater am Sterben liegt. Oh. Wer wird als Nachfolger genannt? Meistenteils Barberini. Barberini? Herr Galilei kennt Barberini. Kardinal Barberini ist Mathematiker. Ein Wissenschaftler auf dem Heiligen Stuhl. Du hast ihn weggeschickt, Vater! Ich muss es wissen. Kindlichen Glauben an das Wort Gottes, niedergelegt in der Schrift, gekommen sind, eure Heiligkeit Bestätigung ihres Glaubens zu vernehmen, mitteilen, dass die Schrift nicht länger für wahr gelten könne. Ich, Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik und der Physik in Florenz, schwöre ab, was ich gelehrt habe, dass die Sonne das Zentrum der Welt ist und an ihrem Ort unbeweglich und die Erde ist nicht Zentrum und nicht unbeweglich. Ich schwöre ab, verwünsche und verfluche mit redlichem Herzen und nicht erheucheltem Glauben alle diese Irrtümer und Ketzereien, sowie überhaupt jeden anderen Irrtum und jede andere Meinung, welche der Heiligen Kirche entgegen ist.